Hallo und herzlich willkommen zu Yves Schwitzhütte. Nein, ich meine natürlich zu Die Sims 4, eine schrecklich nette WG. Ja, und zwar ist die Idee relativ spontan entstanden. Ich glaube, die Chiara war auch ein bisschen mit die Initiatorin von dieser Idee, dass wir doch von uns so eine kleine lustige WG machen und zusammenspielen. Weil so richtig kann man Sims 4 nicht zusammenspielen. Und deswegen machen wir es jetzt auf diese Art und Weise. Vielleicht müsste jetzt einen kleinen dicken Krokodilstränen-Tropfen verwischen, wegwischen. Es ist heiß hier, ja, es tut mir leid. Weil Iggy Azalea musste leider ausziehen. Ich habe kurz überlegt, ob ich sie zu unserer illustren, schrecklich netten WG hinzufüge, aber dann habe ich gedacht, nee, komm, den Platz lässt sie lieber frei. Weil, und das sage ich jetzt direkt mal zu Anfang, ich hatte jetzt kurz vor der Aufnahme schon bei Twitter gefragt, ob nicht einer von euch, beziehungsweise eine von euch, ja, weil wenn dann, wir sind ja eine Mädels-WG und dann müssen wir ja extra Jungs-Duschräume und so haben, ob ein Mädel unter euch ist, die nicht Bock hätte, bei uns mit in dieser WG zu wohnen. Einzige Voraussetzung wäre, dass sie sich selber in Sims 4, und das kann eigentlich jeder, weil dieses Erstelle ein Sim kann jeder herunterladen, kostenlos, sich selber als Sim erstellt und mir die ID von einem Sim oder den Namen von einem Sim von mir aus hier runter in die Kommentare schreibt unter dieses Video. Und ich gucke dann mal, wer vielleicht am besten passt oder einfach so nach Lust und Laune. Ja, ich suche das einfach so aus aller Menge aus. Es hatte schon jemand gesagt auf Twitter, er wäre gerne dabei oder sie wäre gerne dabei. Nur hat mir dann keine ID geschickt. Deswegen habe ich gesagt, ach komm, mach's jetzt erstmal, lässt jetzt hier erst die Anfangschaoten einziehen. Und ich schaue dann mal, wer von euch, Mädels, nur Mädels, ja. Also Jungs, das braucht jetzt nicht irgendwie so tun, als ob. Ne? Ich weiß ja bei den meisten Mädels, die mir zuschauen, wer Mädels sind. So, ja. Ich stelle mal kurz die Bewohnerin vor. Hoppla. Habe ich sie weggeklickt. Ah, wo sind sie hin? Also wie gesagt, das ist ja noch die leere Nachbarschaft. Im nächsten Step könnte ich zum Beispiel da noch andere, toll, wenn ich da so drauf zeige, ne? So andere Häuser noch machen, wo vielleicht noch mehr von euch wohnen oder andere YouTuber oder so, weiß ich noch nicht genau. Wir müssen vielleicht ja auch noch hier ein bisschen Infrastruktur hinzufügen, weil das ist ja hier eher so Tschernobyl, ne? So. Wie gesagt, ich habe den Haushalt ausgetauscht, deswegen klicken wir mal jetzt hier drauf und gehen da mal rein und dann stelle ich die mal vor. Ich glaube, ich kann dann nicht einzeln auf die. Immer wieder schön. So, hier ist Pause und fangen wir direkt mal an. Ach, guck mal, das ist direkt nach Relevanz sortiert. Deswegen kommt Eve natürlich als erstes. Das ist natürlich ein Witz. So, da haben wir natürlich mich. Das ist übrigens die Eve, die ich damals mal im ersten Stream erstellt habe. Katze randaliert hinten. Nicht drauf achten. Erster Stream, da kam gerade die Sims 4 raus, da habe ich das auf Twitch gestreamt, da habe ich diese Eve erstellt und das ist die, die habe ich wieder sozusagen aus dem Haushalt rauskopiert und da eingefügt, weil die anderen Mädels hier, beziehungsweise die drei, hat die Chiara nämlich erstellt. Aber da kommen wir jetzt dazu. Also das ist die Eve, ne? So, die ist über Kapitäne diskutieren, weil sie ein Geek ist. Das ist das Erste immer, was mir auch morgens einfällt. Ich möchte gerne über Kapitäne diskutieren. Ach, was ich noch sagen wollte, ich weiß, es ist wieder totales Chaos, aber, Moment, ja, der Rechner, boah, das ist so krass warm hier, unglaublich. Und zwar ist Folgendes, der Timer läuft noch nicht, so. Es könnte vielleicht euch so vorkommen, dass ich so ein bisschen hin und her hüpfe. Also erst haben wir ja die Frau Streifenfuchs gespielt. Dann haben wir einfach nur so ein bisschen mit Iggy Azalea hier neue Objekte ausprobiert und so. Könnte euch jetzt vorkommen so, oh, die Eve ist aber ganz schön inkonsistent. Nicht inkontinent, sondern inkonsistent. Ja, so spiele ich Sims. Also es ist selten so, dass ich einen Haushalt erstelle, ein Haus baue und da drin dann stundenlang spiele oder tagenlang. Sondern es ist meistens so, mal hier, mal da. Und meistens baue ich am liebsten. Deswegen mal gucken, wie lange ich es jetzt durchhalte mit dem Spielen. Aber fängt ja ganz gut an. Naja. So, das bin ich. Eve, ne, die kennt ihr ja vielleicht alle schon. Dann mit dabei ist die Tanne. Die kennen wahrscheinlich auch viele von euch. Er hat auch die Chiara gebaut. Jetzt kann ich, doch, warte mal, ich kann nicht gucken, was sie für Eigenschaften hat. Nur mal so, dass wir so einen groben Überblick haben. Die ist gesellig, aktiv, fröhlich und aufgeschlossen. Ja, das muss ich sagen, so habe ich sie auch kennengelernt. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Finde ich auch sehr gut getroffen, Chiara. Sehr gut, ja, schön. So, da haben wir die Katrin, also die Kami Katrin, die hat auch einen YouTube-Kanal. Ich verlinke die natürlich alle Teilnehmer, verlinke ich natürlich unten in der Box und schreibe alle persönlich nochmal an, damit die das alle angucken und liken. Das ist die Katrin und die ist ein Geek. Kindisch,
Ehrlich, Katrin, bist du kindisch? Wäre mir so nie aufgefallen. Nein, häuslich und ehrgeizig. Das ist auch eine sehr interessante Kombination. Finde ich auch sehr gut getroffen. Chiara, echt. So, das ist die Chiara. Die ist natürlich auch auf YouTube. Die lasse ich demnächst immer kommen, bevor ich Let's Plays aufnehme, dass sie mich schminkt. Weil ich bin ja immer zu faul eigentlich. Ich schmier mir das einfach immer so mit der Faust ins Gesicht. Und demnächst sehe ich vielleicht dann besonders gut aus vor der Kamera. Ne? So. Das ist auf jeden Fall die Chiara, die ist Perfektionistin, Grüblerin, Chaotin und kreativ. Ja, Chaotin kann ja was geben in der WG. Sorgt auf jeden Fall, glaube ich, für Zündstoff. Haben wir jemanden dabei, der ordentlich ist? Ich natürlich nicht. Warum habe ich denn fünf? Ach so, wahrscheinlich, weil ich mich schon ein bisschen gespielt habe. Wahrscheinlich, weil die sind ja neu, ne? Die sind ja frisch erstellt. So, und hier haben wir noch die Kati Singer. Das ist die Tarafin. Die kennt ihr wahrscheinlich auch. Die hat auch einen YouTube-Kanal und ist auch bekannt für ihre Sims 4 oder generell Sims Let's Plays. Aber die kennt ihr wahrscheinlich alle. Das ist ein Sim, ich glaube, den hat sie selber erstellt. Den habe ich natürlich in diesem Hausfalt einfach Hausfalt, in diesem Hausfalt dazu gefaltet. Und die ist selbstsicher wahnsinnig. Okay, dann überlege ich mir das noch, ob ich mich auch mit dir auf der Gamescom treffe. Nein. So, Perfektionistin und schnelle Lernerin. Also ein Streber. Kathi ist ein Streber, alles klar. So, wir sind fünf. Boah, krass, der Rechner laut. Wir sind zu fünft und wir warten halt auf dich. Dich. Dass du bei uns einziehst. So, dann fangen wir mal an. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ehrlich gesagt. Wir wollten ja noch einrichten. Ne? Also ich glaube, ich werde jetzt erstmal diese Einrichtungstour noch ein bisschen weitermachen. Wir haben natürlich die edelste Küche überhaupt. Ne? Also bei uns in der WG, wir lassen uns das alles übrigens hier, keine Kosten und Mühen gescheut. Das wird hier rausgehauen ohne Ende. Und übrigens habt ihr mir vielen, 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 vielen Dank gesagt, dass man mit G dieses schreckliche Raster ausmachen kann. Weil ich weiß nicht, wer braucht das denn? So, wo muss ich den Stuhl? Den Stuhl kann ich nur. Oh nein, da, nein, da, nein, da, weil das Raster das, das ist ja blöd. Wer braucht dieses Kackraster? Ehrlich, Mann, ist doch. So, wurscht. Ja, jetzt müssen wir uns natürlich in dieses wunderschöne Haus, was ja eigentlich für unsere super Hip-Hop-Queen Iggy Azalea ausgerichtet war, müssen wir jetzt ein bisschen, ja, was heißt umdisponieren, und müssen ein gemütliches Heim für unsere YouTube, achtet, was Tanne macht. Oh, scheiße. Sag ich irgendwas? Nein, das wollte ich doch nicht. Ich habe aus Versehen die Tür. Ich war so aufgeregt, weil Tanne Liegestütze macht. Guck mal, jetzt hier. Schnell schauen. Wir uns hier so ein bisschen. Guck mal. Und Chiara guckt so. Tanne. Not bad. So, nein, bevor die jetzt da reinlaufen und ich nachher nichts mehr positionieren kann, müssen wir natürlich für unsere YouTube-Mädels. Ich habe mir übrigens auch eine Geschichte für die ausgedacht. Die habe ich in die Beschreibung gepackt. In die Beschreibung von dem Haushalt. Ihr könnt den Haushalt übrigens bei mir runterladen. Also Eve-LP ist meine Origin-ID und da könnt ihr mich suchen bei Origin und könnt dann diesen Haushalt, das ist halt eine schrecklich nette WG, runterladen mit den Mädels. Da sind die alle drin und da ist auch eine kleine Beschreibung, wie wir hier hingekommen sind. Und zwar ist die Story folgende. Wir waren alle auf der Gamescom zusammen und haben dann, als sie vorbei war, alle unsere Anschlugzüge, Flüge, Fahrten, Mitfahrgelegenheiten, sonst was verpasst. Und da gab es natürlich dann keinen anderen Ausweg, als uns ein Haus zu kaufen, sage ich jetzt mal. Wir haben schnell zusammengeworfen von unserer fetten YouTube-Money, ne, und haben uns so eine fette Villa gekauft. Und das ist natürlich noch massig Kohle auch übrig, weil YouTube, ne, geht so ab. Und ja, jetzt sind wir hier, müssen natürlich gucken, wie wir uns durchschlagen, müssen uns hier erstmal Freunde machen. Wir haben ja nichts, wir können ja nichts. Wir kennen uns ja selber noch kaum, ne? Müssen wir mal gucken hier. Guck mal, das ist ja nix. Was bin ich? Ich bin Malerin. Ah ja, und die anderen sind erwerbslos. Wahrscheinlich. Ich fände das schöner, wenn er erwerbslos stehen würde. Ja, Mutti muss wieder schaffe, schaffe Häusle baue. Und die, ja, so, das ist auf jeden Fall die Geschichte. Vielleicht fällt euch ja auch noch was Schönes ein. Ich bin übrigens da ganz, ganz offen für eure Vorschläge, wenn ihr sagt, boah, geil, Yves, ich weiß voll den krass geilen Twist in der Geschichte. Da kommt jetzt irgendwie, ja, wir brauchen irgendwie einen geilen Typen für unsere WG. Irgendwie, Christian Bale. Wäre jetzt nur so ein Vorschlag, ich weiß ja nicht, Mädels, ne? Ich muss mich ja abstimmen, oder ich meine, ich nehme den gerne, wenn ihr den doof findet.
Wir müssen jetzt mal auf jeden Fall erstmal ein bisschen rough hier einrichten. So, und da zeige ich euch natürlich auch nochmal die Objekte, die ich runtergeladen habe. Da stellen wir mal hier so vors Fenster, weil Regale vorm Fenster, das macht man halt so. Da machen wir mal so einen Raumtrenner, so ein Industrieregal, weil das auch einfach wunderschön ist. Und das machen wir mal weg. Da, warum ist das jetzt? Nee, ne? Warte mal. Live-Modus? Jetzt gehe ich wieder in den. Alter, das kann man das nicht global ausmachen? Das ist ja für ein Ich wollte irgendwas Schlimmes sagen. Aber ich lasse es jetzt lieber. Jetzt pass mal auf. Machen wir jetzt erstmal weiter. Wir waren das letzte Mal stehen geblieben mit dieser Küche. Ich weiß gar nicht, ob ich die fertig vorgestellt hatte. Ich bin auch total aufgekratzt. Das ist die Hitze und der vielleicht, ich zeig's mal kurz, weil ihr es sowieso gleich sehen werdet, wenn ich daraus schlürfe. Weil ich trinke nämlich Red Bull mit Limettenscheiben drin und ehemals Eiswürfeln. Pass mal auf. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich fertig war mit der Küche. Ich finde sie auf jeden Fall mega krass knorke. Gab es sie eigentlich in anderen Farben? Ach ja, in durchsichtig halt noch, ne? Nee. Und zwar, sagen wir jetzt mal, ist jetzt vorbei. Wir machen jetzt hier unser Wohnzimmer. Jetzt mach mal hier Comfort Zone, out of the Comfort Zone. Was haben wir denn runtergeladen? Das zeige ich euch mal. Das haben wir runtergeladen. Das ist der Chino Living Printer Sofa. Oh, das sieht nach gemütlichem, abgeranztem WG-Sofa aus. Na, das ist irgendwie, ne? Ich habe ja schon mal gesagt, so gruselig. Das ist gruselig. Aber wir haben hier noch, pass mal auf, Niobium. Nubium Sofa. In den Farben Lama, Lama und Lama. Oh, das sieht doch, guck mal. Da kann ich doch schon mit arbeiten. Das sieht nicht gruselig aus. Das finde ich schön. Wir wollen das. Das finde ich, das doch, doch, das ist so wie Kord, ne? Da kannst du mit arbeiten. Finde ich gemütlich. Das Problem ist mal bei diesen anderen Sims-Couchen, die sind so kurz. Guck mal, da ist die Sitzfläche so kurz. Das sieht immer aus, als, ich meine, die Sims sitzen ja auch da so. Ich lese ein Buch ganz gemütlich. Ich sehe fern, ganz gemütlich. Ja, da flitzt ja keiner. Gucken wir mal das. Oh, das ist geht, ne? Ist auch nicht so schlecht. Ist auch gar nicht so schlecht. Dann schauen wir mal. Wir sind ja viele. Das muss ja wieder weg. Das kommt natürlich, wenn wir räumen. Wir bauen ja nachher auch noch die Arbeitsplätze, unsere YouTube-Arbeitsplätze. Da muss natürlich das Kallax dahinter. Das ist ja ganz klar, ne? So, da machen wir jetzt. Das hier nochmal. Soll ja nicht wie von arme Leute sein, wird Oma jetzt sagen. Ne? Die nicht, das ist ja, wir sind ja nicht bei arme Leute hier. Sagt eure Oma sowas auch. Industrieregal kommt nochmal woanders hin. Ich bin mir noch nicht so sicher. Das muss jetzt erstmal zum Wohnen sein. Couch schon hatten wir alles durch. Kleine Couch noch. Oh, guck mal, eine Rekamiere. Und ein. Not so gemütlich, outlooking sofa. Sofa. Ja, das ist nix. Das ist runtergeladen, das ist runtergeladen. Das ist eher so für Terrasse. Aber die haben wir noch nicht. Das machen wir später. Wir wollen uns nicht alles sofort gönnen. YouTube-Money müssen wir auch immer kontinuierlich neu verdienen. Na, da müsst ihr uns ein bisschen helfen mit YouTube-Money. Oh, das ist. Und damit ich da weiter wohnen darf, dann müsst ihr mir natürlich ganz viel YouTube-Money geben. Guck mal, das finde ich gar nicht so kacke. Das sieht modern aus. Aber ich finde, vielleicht sollten wir die Couch lieber dahin stellen, damit der Fernseher nicht vorm Fenster steht. Leute, wenn euer Fernseher mit dem Rücken zum Fenster steht, das ist nicht gut. Das ist nicht so gut. Nein, nicht Stockwerk entfernen. Ach, Kinders, was bin ich denn so blöd hier? Was haben wir denn hier noch? Wir haben einen Hocker, auch von Chino. Ja? Nein? Okay, ja, bin ich nicht ganz so begeistert von diesem Set. Ja, das ist mir ein bisschen, das ist eher so englischer Abfuck. Nein, englisches Herrenhaus. Oh, die sind noch ganz cool irgendwie. Die kleinen, sowas hat man noch im Flur stehen, ne? In einem guten Designerhaus stehen doch hier immer so in der Anwaltskanzlei zwei so kleine Stühlchen im Flur. Das hat man so, habe ich gehört. So, das kann man da vielleicht einen Fernseher draufstellen. Dann machen wir das jetzt. Das kommt da oben. Das kriegt die Chiara, damit die Beauty davor machen kann. Chiara, wenn du noch keinen Kallax hast, ne? Dann musst du dir kaufen. Weil wenn man Beauty macht, muss man vor dem Kallax sitzen. Obwohl Gronkh sitzt auch vor dem Kallax.
Kronk, du solltest mit Beauty anfangen. Ne? Weil sonst hast du keine Dasein oder dein Kallax hat einfach keine Berechtigung. Guck mal, ich habe auch keinen Kallax. Ne? So, nur mal, um das nochmal klarzustellen. Könnt ihr ihm gerne sagen. Den Stuhl finde ich ja auch schön, ne? So in der Kombination. Finde ich schon, also kann was. Ne? Den kriegt, weiß ich noch nicht, die kriegt Tanne vielleicht. Und der ist, geht so. Ist das denn, ach nee, ist ein Sessel. Ich dachte, das wäre ein schöner Esszimmerstuhl. Ach, wir haben noch gar keinen Esstisch, ne? Wir haben nur so ein popeliges, wo machen wir denn den hin? Da so? Hier so. Ja, hier. Dass man so reinkommt. Das doch. Doch. Das machen wir so. Das bräuchte ich mal, Yves. Du bist voll aufgekratzt. Das ist voll nervig. So, und den stellen wir jetzt einfach mal hier hin. Überall Deko. Das muss so designermäßig. Ich bin heute voll auf Design eingestellt. Merkt das schon, ne? Krass. Krass. Tine Wittler ist da gar nichts gegen. Und ich bin aufgekratzt. Das ist Tine Wittler auch gar nicht da. Überhaupt nicht. Glitzer, Glitzer, Glitzer. Bling, bling, bling. Gibt der Alten keinen Red Bull. Ja, das war's auch schon an Sofas. Also ich zeige euch das jetzt nochmal einmal kurz, falls ihr das runterladen wollt. Das heißt, aber ihr könnt ja sowieso immer Pause machen. Das ist die Niobium Living Chair, beziehungsweise auch die Couch von diesem Niobium. Die finde ich sehr, 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 sehr schön. Ich kann ja mal so eine Sammlung von allen Objekten machen, irgendwann, wenn mir total langweilig ist und ich viel zu viel Zeit habe, also nie. Oder ihr heult mir die Ohren voll, dann überlege ich mir das auch nochmal. So, oh, guck mal. Not so bad, ne? Not so bad. Aber diese Industrie-Schick-Dinger finde ich ein bisschen schicker, ne? Ich glaube, die habe ich auch beim letzten Mal schon bewundert. Wahrscheinlich. Kann ich mich wieder nicht dran erinnern mit meinem Spatzenhirn. Okay, dann machen wir jetzt, pass mal auf, erstmal einen Esstisch. Hierhin haben wir ja gesagt. Oh, der Boden. Guck mal, auch die Struktur.